Nach Bremen ist vor Salzburg. So lautet aktuell das Motto auf dem Trainingsgelände an der Sebener Straße. Das 1:1 gegen Werder am Samstag. Für Trainer Hansi Flick kein Beinbruch. Ja, man muss einfach auch sagen, dass der Gegner das heute sehr gut gemacht hat. Die haben hervorragend verteidigt vom eigenen Tor, haben auch bei Ballgewinn sehr, sehr gut umgeschaltet, haben uns einige Male einfach auch ein bisschen wehgetan. Manu hat wieder eine sensationelle Leistung gezeigt heute, Manuel Neuer. Mit mehreren Weltklasse-Paraden sorgte die Nummer 1 der Bayern dafür, dass es bei nur einem Gegentor blieb. Der Mannschaftskapitän weiß auch, warum es am Ende für den Sieg nicht gereicht hat. Ja, wir haben zu wenig Tormöglichkeiten gehabt. Das war, glaube ich, das Manko einfach. Normalerweise haben wir bei unseren Heimspielen einfach so an die 10 gute Möglichkeiten. Und heute waren es einfach da zu wenig gewesen. Und wir sind in Rückstand geraten. Und deshalb ist es am Ende 1:1 ausgegangen. Schon übermorgen geht es für die Bayern in der Champions League weiter. Auf welche Spieler Hansi Flick gegen Salzburg zurückgreifen kann, ist aktuell aber noch nicht ganz klar. Es könnte sein, dass Bouna Sarr für Mittwoch in Frage kommt. Genauso auch Coco Tolisso. Aber müssen wir abwarten, wir gehen kein Risiko ein. Am Mittwoch könnten die Münchner ihre Erfolgsserie in der Champions League ausbauen und gegen Salzburg den 15. Sieg in Folge feiern. Die erste Torchance der Partie haben die Bayern. Zeiser schickt Leon Dayaku, der mit sehr starker Ball an- und Mitnahme, aber leider nicht mit der Führung. Dann eben die wohl entscheidende Szene des Tages. Gelb-Rot für RMB nach diesem Rempler gegen Deichmann. Die Bayern nur noch zu 10. In Durchgang 2 Lübeck mit dem besseren Start. Ecke von Röser und Deichmann trifft. Bayern-Keeper Hoffmann chancenlos. Die Bayern-Amateure aber zeigen Moral und haben trotz Unterzahl mehr Ballbesitz. Doch das Tor erzielen die Lübecker, der eingewechselte Steinwender mit dem 2:0, 73. Minute. Den Bayern bleiben noch knapp 20 Minuten. Wieder Steinwender auf den ebenfalls eingewechselten Sehir. 3:0 die Entscheidung. Die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung gibt es bereits am kommenden Mittwoch, denn da empfangen die Bayern den FC Ingolstadt. Jerome Boateng. Easy. Rudi! Ich wusste, dass du dachtest, dass Tim kommt. Douglas Scott. When I was young, my friend. Hard, my friend. How can I move? Jordan Hoffmann. Wieder Musik drauf, oder? Torben, Junge, was ist heute los? Von wem kommt der Tipp diesmal? Ja, hallo, servus Douglas, servus FC Bayern-Fans. Douglas, a gente tá aqui, vamos fazer uma disputa de pênalti. Espero que você consiga fazer, meu parceiro. Gut getroffen, jetzt bist du dran. Agora é com você. The left, right in pot. Von Giovanni okay. Elber. Scheiße. Der kann Rabona so scharf, ey. Wieder Musik drauf, oder? Hallo, Jerome Boateng. Ich bin Matthias aus Kalchreuth. Und ich schieße links oben in den Winkel. Jetzt bist du dran. Easy. Der Elfmeter ist von Matthias, okay. Dass du Bescheid weißt. Ja? Servus Douglas, ich bin der Maxi von U13. Ich schieße jetzt einen blinden Elfmeter. Are you kidding me? Yeah, of course.
You are Brazilian, my friend, come on. You are Jerome Boateng, my friend, hey, come on. Come on, hey. Was ist das? Okay. Servus Jerome, ich bin's Jannis aus der U12 und das ist mein Elfmeter für dich. Oh no, look, that's good. Jannis aus der U12. Oh ja. Kennst du den? Nein. Okay. Ich dachte, jetzt kommt Chip. Easy! Scheiße! Bah! Nach Bremen und vor Salzburg in gespannter Erwartung. Sie wollen nach dem leicht verunglückten 1:1 gegen Werder wieder aufstehen, dynamisch die Champions-League-Partie angehen und frühzeitig das Achtelfinale klarmachen. Wir möchten morgen gewinnen, das ist gar keine Frage, und uns dann somit auch qualifizieren. Ich glaube, wir haben auch eine starke Serie in der Champions League, saisonübergreifend, und da möchten wir morgen selbstverständlich anknüpfen. Der Spaß des Dauersiegens soll erhalten bleiben. Aber wie? Da wäre zum Beispiel ein aggressiver Auftritt gegen den österreichischen Serienmeister. Die Aggressivität muss passen und die Leistung stimmen, um den Flow in der Champions League aufrechtzuerhalten. Aber es gehört natürlich noch mehr dazu. Es ist sowieso ganz gut, wenn man den einen oder anderen Plan B oder C in der Tasche hat, um einfach auch darauf reagieren zu können, wenn der Gegner vielleicht gute Ideen hat, gegen das System zu spielen. Ein variables Spiel mit mindestens zwei Alternativplänen. Das wird gegen die Salzburger vermutlich auch nötig sein, denn das Hinspiel war, trotz des 6:2, wahrlich kein leichtes. Das ist eine Mannschaft, die den Gegner sehr, sehr gut unter Druck setzen kann, aber auch dann im Ballbesitz sehr, sehr gute, schnelle Lösungen hat. Wer sich gegen die Offensivqualitäten der Salzburger stemmen wird, ist noch nicht klar. Wer nicht dabei ist, allerdings schon eher. Niklas Süle wird fehlen, genauso wie Buna Sarr und Corentin Tolisso. Bis auf Lucas Hernandez, wo wir einfach noch hoffen, dass er morgen mit dabei sein kann, zumindest auf der Bank, wird es für beide anderen morgen nicht reichen. Doch egal, wer dabei ist, der größte Trumpf gegen die Salzburger ist der Team Spirit. Entscheidend ist immer, dass wir eine geschlossene Mannschaftsleistung abliefern, und dann haben wir enorme Qualität, ja, und da wird es schwer sein, uns auch zu schlagen. Da kann er in aller Ruhe abwarten, was kommt, und am Ende hoffentlich zufrieden die Allianz Arena verlassen.
Und es ging gleich vielversprechend los. Timo Kern mit einem Blitztor in Minute 3 zur 1:0-Führung für die Bayern. Aber der Tabellenzweite aus Ingolstadt macht es den Bayern nicht leicht. Und Kanigia Elva sorgt in Minute 31 per Kopf für den Ausgleich. 1:1 also zur Pause. In Halbzeit 2 die Gäste aber mit deutlich mehr Chancen als im ersten Durchgang. 63. Minute, Philipp Bilbiger mit der Möglichkeit, aber Ron-Torben Hoffmann mit einer Riesenrettungstat im Tor der Bayern. Knapp 10 Minuten später wieder die Gäste und bei diesem Flugkopfball von Dennis Eckert-Ayensa hat Hoffmann keine Chance. In einem insgesamt sehr harten Spiel wird es in der Nachspielzeit nochmal spannend im Strafraum der Bayern. Eckert-Ayensa legt den Ball vor Bayern Hoffmann und Maximilian Beister schiebt ein zum 3:1 Endstand. Trotz hartem Kampf die Bayern also am 12. Spieltag mit der ersten Heimniederlage der Saison.